Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Textgenerator, urheberrechtliche und medienrechtliche Fragen. Wer sind wir? Ich möchte uns kurz vorstellen. Mein Kollege Hans-Christian Kräfe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Dort ist er Teil der Forschungsgruppe Verantwortung und die Interkonnektivität der Dinge. Er engagiert sich seit Jahren für den Rechtsblock Telemedicus. Und an der HU Berlin schließt er gerade einen Masterstudiengang im Medien- und Materialgüterrecht ab. Ich möchte meinen Co-Referenten Dr. Jonas Karl auch gerne vorstellen. Jonas ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Spirit Legal in Leipzig. Er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und beschäftigt sich in der Kanzlei tagtäglich mit den unterschiedlichsten Aspekten digitaler Geschäftsmodelle. Promoviert hat er vor einiger Zeit zu elektronischer Presse und Bürgerjournalismus. Gerade bei Online-Angeboten sind automatische Hilfsmittel kaum mehr wegzudenken. Das betrifft insbesondere Online-Medieninhalte. KI-Tools helfen bei der Produktion, bei der Ausspielung und bei der Sortierung der Inhalte. Zum Teil agieren sie weitgehend autonom. Insofern hat Automatisierung auch in den klassisch-journalistischen Bereich Einzug gehalten. Aber automatische Textverarbeitung und Erstellung kann in vielen anderen Bereichen eingesetzt werden. Die Ergebnisse können teilweise nicht mehr von menschlichen unterschieden werden. Wir schauen uns deshalb an, wie die Textgeneratoren und ihre Ergebnisse urheber- und medienrechtlich bewertet werden können. Dafür müssen wir aber zunächst einige Begrifflichkeiten klären. Was ist also gemeint, wenn von Roboterjournalismus gesprochen wird? Was meinen wir, wenn wir von Textgeneratoren reden? Schließlich kommt keins der Systeme ohne Daten aus und in diesem Zusammenhang spielt Web-Scraping eine Rolle. Der Begriff Roboterjournalismus ist erst einmal sehr eingängig, aber auch verwirrend. Denn vollautomatische Journalismusroboter gibt es nicht. Das bedeutet, dass es nicht die eine KI gibt, die die kompletten Aufgaben eines Journalisten von der Themenfindung über die Recherche bis hin zu der Redaktionsarbeit übernehmen könnte. Deshalb definiert Habel in seiner gleichnamigen DIS Roboterjournalismus auch sehr eng als einen von Journalisten betriebenen weitgehend autonomen Journalismus-Bot. Im Englischen werden all die technischen Hilfsmittel im Journalismus eher unter Computational oder Automated Journalism zusammengefasst. Uns geht es hier vor allem um oder nur um Computerprogramme, die automatisch generierte Texte verfassen. Das können journalistische sein, müssen sie aber nicht. Um eine stärkere Schärfe zu erreichen, sprechen wir deshalb einfach von Textgeneratoren. Der Begriff bezieht sich also auf die technischen Werkzeuge unabhängig von ihrem Einsatz. Die Formen von Textgeneratoren variieren recht weit, von einfachen rudimentären Verfahren bis hin zu den beiden aktuellen Verfahren NLG und NLP. Bei NLG werden grundlegende, zum Kontext passende Textbausteine bereitgehalten. Diese Bausteine müssen festgelegt und variiert werden und interagieren dann mit weiteren KI-Tools sowie den Eingabedaten. Auf dieser Grundlage werden aus den Daten wie Sportergebnissen oder Wetterdaten dann neue Texte generiert. Man könnte untechnisch von einem mittleren Automatisierungsgrad sprechen. NLP gehört zum Database Machine Learning. Das bedeutet, künstliche neuronale Netze werden mit großen Mengen von Texten trainiert oder besser auf große Menge von Texten losgelassen. Sie erkennen dann reale oder vermeintliche Muster und können aus kurzen Eingaben einen beliebig langen Text generieren. Wir betrachten im Folgenden NLP und NLG als zum Teil Gegenpole, was Aufbau, aber auch Einsatz und Automatisierungsgrad angeht. Aber warum sollten zwei Juristen die Technik erklären, also noch mehr zur Unschärfe beitragen, wenn wir durch das Videoformat auf Experten zurückgreifen können? Um beides genauer einzuordnen, sprechen wir zuerst mit Saim Alkan. Hallo Saim, du bist Hallo. CEO von AX Semantics und von Haus aus Wirtschaftsingenieur. Und du kannst uns erklären, was ihr bei AX Semantics macht und vor allem, wie funktioniert euer System? Im Kern ist AX Semantics eine SaaS-Plattform zur Textautomatisierung, die im Wesentlichen auf drei Komponenten setzt. Das eine ist ein neuronales Netz für eine Grammatik aus 110 Sprachen. Das heißt, wir können in 110 Sprachen mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz
Texte generieren in korrekter Grammatik. Die zweite wesentliche Komponente ist eine Auswahl aus strukturierten Daten, um diese Texte zu formulieren. Das können Wetterdaten sein, Fußballdaten, aber auch Produktdaten. Und in der Mitte sozusagen ein Editor, in dem ein menschliches Training, also die Idee eines Menschen in die Maschine übertragen wird, wie so ein Text aussehen soll. Also wann ist zum Beispiel ein Mantel extravagant oder exklusiv? Wenn er eine Seitenbeimischung hat, das heißt, ich habe so eine Wenn-Dann-Regel, wenn Seide im Mantel ist, dann sagt bitte ein extravaganter oder ein exklusiver Mantel. Und das kommt vom Menschen und wird auch vom Menschen im System trainiert. Hat den wesentlichen Vorteil, dass der Text nachher so klingt, wie der Mensch ihn sich vorstellt und nicht wie die KI glaubt, dass der Text für einen exklusiven Mantel klingen muss. Ja, wie verbreitet ist eure Software in Deutschland? Was sind da so Anwendungsbeispiele dafür? Der größte Teil unserer Kunden kommt aktuell aus dem Online-Handel oder generell aus dem Handel, aber das ist ja heute fast eigentlich alles online, aus dem Online-Handel. Da werden ganz, ganz häufig aus strukturierten Produktdaten Produktbeschreibungen formuliert oder Kategorieseiten. Was ist eine Kategorieseite? Damenmantel, wenn ich das bei Google suche, schwarz, Damenmantel schwarz, gehe ich bei Google ein, dann kann ich bei bestimmten Modeherstellern, wenn die es richtig machen, mit einer Seite gesehen werden, auf der ich meine schwarzen Damenmäntel präsentiere. Und diese Seiten generiere ich aus dem aktuellen Warenfundus und Bestand, den ich verkaufe. Und wenn ich dann auf den einzelnen Mantel klicke, dann kann ich aus der Materialität, Knopf oder Reißverschluss, Bündchen, ja oder nein und ähnlichen Daten Texte formulieren und kann eben sagen, in der modernen A-Form geschnitten, mit Bündchen als Windschutz bei besonders kaltem Wetter, mit dem Reißverschluss und der abgedeckten oder der abdeckenden Knopfleiste nochmal zusätzlicher Windfang. So gibt dieser Mohair-Mantel besonders warm. Punkt. Das ist so die Hauptanwendung, aus der wir kommen. Wir erweitern gerade in zwei ganz neue Richtungen. Das ist einmal Finance und Health. Das ist deswegen so spannend, weil ja beide Märkte sehr stark reguliert sind und weil im Augenblick mehrere Anwender daran arbeiten, mit unserem System die Regulatorik abzubilden, also die Erfordernisse aus beispielsweise der Sicht der BaFin in so ein Finanzreporting, das entsprechend einzubinden. Das Gleiche gilt für den Bereich Gesundheit oder Pharma insbesondere. Auch da gibt es ja eine starke Regulatorik und auch da versuchen gerade einige Kunden, die Regulatorik im System abzubilden, um da eben sicher zu sein, was an Output generiert wird, dass das dem entspricht. Und der dritte, sehr öffentlichkeitswirksame, aber ehrlicherweise aus dem Business Impact heraus der kleinste Bereich, sind Zeitungsverlage und Medienhäuser im Allgemeinen. Da gibt es einige, die schreiben Feinstaubberichte wie die Stuttgarter Zeitung, die damit auch Preise gewonnen hat, oder die österreichische Nachrichtenagentur APA, die Wahlberichterstattung macht. Aber das ist so die Bandbreite der Anwendung mit iXemantics. Was uns da noch interessieren würde, woher nehmen die Anwender oder die Anwenderin ihre Daten, um die Texte zu generieren? Gut, da klassifizieren wir normalerweise in drei wesentliche Bereiche. Der erste Bereich ist Paid Data, das heißt, ich gehe zu einem Anbieter von Daten, das wäre zum Beispiel der DFB, der alle Fußballdaten für alle Fußballspiele in Deutschland hat und auch die Rechte, kauft die Rechte ab und nutzt die Daten, um Texte zu generieren. Das zweite ist User-Generated Data, das heißt, ich habe Menschen, die Daten irgendwo freiwillig erfassen. Gibt es übrigens auch im Fußballumfeld. Wer der Gegner des DFB, die FUPA, da erfassen Fans die Fußballdaten. Die werden dann wiederum zur Verfügung gestellt für die Texte. Und das dritte ist Owned Data. Das heißt, ich generiere selbst Daten. Das sind meine Produktdaten, meine Anwenderdaten im weitesten Sinne. Und das sind eigentlich die drei Töpfe, aus denen aktuell unsere Kunden Daten beziehen, zumindest aus so einer Metasicht. Technisch sind es Datenbanken, Tabellen, Produktdatenfeeds. Also die Form, die technische Form, die ist dann, glaube ich, ganz, ganz, ganz vielfältig. Aber im Wesentlichen sind es die drei Töpfe, auf die Sie aus der Metaebene einordnen. Spannend. Gibt es auch Anwendungsfälle, wo eine solche Software komplett auf einer künstlichen Intelligenzbasis läuft und wo dann die Rolle des Menschen und die Vorgaben des Menschen weniger eine Rolle spielen? Ja, absolut. Also OpenAI ist ja so ein Anbieter, die, wie ich übrigens finde, eine großartige PR machen. An der Stelle ziehe ich den Hut vor den Kollegen. OpenAI ist so ein System, das hat aus unserer Sicht oder zumindest aus unserer
Vertriebssicht ein großes Problem. Die Kunden, die wir betreuen, wollen die Kontrolle über die Textausgabe. Also ich will wissen, ist der Mantel exklusiv, ist der Mantel wärmend, ist der Mantel wasserdicht, und möchte das auch in der Hand haben, was da formuliert wird. Also wir kommen bei ganz vielen Anfragen unserer Kunden mit dem Begriff der Produkthaftung, Retourenquote etc. in Berührung, während das ja in einer KI, die selbstständig die Texte generiert, ein großes Problem darstellt, dass ich eben nicht weiß, wie der Text aussieht, der generiert wird. Es gibt ja einen interessanten Fachaufsatz von Ehud, dem Gründer von Aria und eigentlich dem Urvater, sage ich einfach mal, der Computerlinguistik und der Textgenerierung. Ehud hat in einem Artikel neulich geschrieben über OpenAI und ganz konkrete Anwendungsbeispiele gezeigt. Und das fand ich ganz bezeichnend und eben typisch, wie Markov-Ketten arbeiten. Das ist der technische Begriff, der da zum Teil dahinter steckt. An dem kann man es aber sehr gut erklären. Wir haben einen Satz, der beginnt mit dem, oder beinhaltet das Wort weißer Mann. Und dann macht die KI da relativ häufig der Präsident draus. Ne? Also weißer Mann, Präsident Trump, der weiße Mann. Warum funktioniert das bei diesen Markov-Ketten so? Warum macht das System dann aus weißer Mann Präsident? Weil die Maschine gefüttert wird mit Texten, die liest zum Beispiel jeden Tag Nachrichten und da wird ein schwarzer Mann sehr häufig als Dealer oder Mörder dargestellt. Und dann lernt die Maschine, aha, schwarze Männer sind im Normalfall Dealer oder eben Mörder, während der weiße Mann in der Zeitung eher mal als Präsident oder Unternehmensführer dargestellt wird, Konzernchef. Und das sorgt dafür, dass die Maschine ja selbstständig lernt, was auf weißer Mann folgt oder in welchem Kontext der Begriff weißer Mann steht. Und der steht dann eben mal mit Konzernchef oder mit Präsident Trump. Und mal steht er eben mit Dealer oder Mörder, wenn es das Wort schwarzer Mann ist. Das ist tatsächlich nicht an den Haaren hergezogen. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die das belegen. So wie ich die Maschine trainiere, so wird sie sich später verhalten. Stellen wir beide Systeme vergleichend gegenüber, so benötigt ein NLG-System gut strukturierte Eingabedaten, angepasste Textbausteine, KI-Grammatik und einen finalen Editor. Produziert dann aber individuell redigierte Texte. NLP kann komplett autonom Texte schreiben und benötigt nur kurze Eingabesätze. Das Ergebnis steht nicht mehr unter menschlichem Einfluss und kann inhaltlich falsch sein. Beide Textgeneratoren sind aber verschiedene Arten von in Programmiersprache geschriebenen Befehlen, können also als Computerprogramme im Sinne des 69a Urheberrechtsgesetzes geschützt sein. Sie interagieren aber nicht mit Hardware, sind also keine computerimplementierten Erfindungen und somit ist patentrechtlicher Schutz für sie aktuell nicht möglich. Die den Textgeneratoren zugrunde liegenden Datenbanken könnten als Datensammlungen gemäß 4 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz als Werk geschützt sein. Die Voraussetzung nach Absatz 2 dafür ist jedoch, dass die Daten systematisch oder methodisch angeordnet sind und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind. Systematisch bedeutet dabei, dass ich die Datensammlung an einem System oder an einer Klassifizierung oder einer Art Ordnungsschema orientiert. Methodisch hingegen bedeutet dabei, dass die Sammlung einer bestimmten ordnenden Handlungsweise oder einem bestimmten Plan folgen. Und gerade bei NLP-Systemen werden diese Kriterien aber nicht erreicht. Fraglich ist dann auch noch, wer nach 87a Datenbankhersteller ist, und das ist derjenige, der das organisatorische und wirtschaftliche Risiko für den Aufbau und den Betrieb der Datenbank trägt. Wie Seim uns gerade erklärt hat, hängt das jetzt sehr davon ab, woher eben die Daten stammen oder ob der Anwender des NLG-Systems die Datenbank selber erstellt und redigiert und bearbeitet hat, die dem Generator zugrunde liegt. Kommen wir zum Web-Scraping. Wir haben uns heute einen Experten eingeladen, um uns von ihm erklären zu lassen, was darunter unter technischen Gesichtspunkten überhaupt zu verstehen ist. Dieser Experte ist Dr. Stefan Ulrich. Er ist Informatiker und Philosoph und Leiter der Forschungsgruppe Wired am Weizenbaum-Institut. Hallo Stefan, vielen Dank, dass du jetzt zu uns zugeschaltet bist. Hallo. Wir haben letztlich eine Frage an dich, nämlich, was ist Web Scraping eigentlich genau und für was braucht man das?
Web-Scraping braucht man in jedem Fall, indem man strukturierte Daten haben möchte, die aber nicht bereitgestellt werden durch einen Dienst. Also bei einem Open-Data-Portal beispielsweise werden Daten schön strukturiert bereitgestellt und die haben auch eine Programmierschnittstelle, die kann man anfragen und bekommt diese Daten. Viele Websites bieten es aber nicht an, Nachrichten-Websites beispielsweise. Und um an diese Informationen zu gelangen und um die später zu strukturieren, braucht man Web-Scraping. Und Web-Scraping ist im Prinzip automatisiertes Surfen. Also man hat das Gleiche, wie wenn man mit einem Internetbrowser darauf zugreift, nur eben ohne Benutzerinteraktion, und das macht das Programm für einen und die kann man dann programmieren. Welche Vorgaben macht man beim Web-Scraping, dem automatisierten Abruf? Legt man da Kategorien fest oder wie werden die Inhalte, die da gescraped werden, sortiert? Also man muss minimal wissen, wie die Website aufgebaut ist. Das heißt, man übergibt die Adresszeile, die URL, und dann muss man sagen, es befindet sich in dem und dem Container. Und am besten muss man den Namen des Containers von dem Quelltext wissen. Meistens heißt es Content. Man interessiert einem der Inhalt. Aber vielleicht interessiert einem manchmal auch die Menüinhalte oder die Kommentarspalten. Und dann gibt man halt, gibt mir alles, was unter Comments steht. Also man übergibt ein paar Parameter und bekommt dann im Prinzip eine Textwüste, die noch ungeordnet ist. Und dann muss man eigentlich selber Kategorien sich überlegen und anlegen. Und das ist eben dann der Unterschied zu den bereits vorhandenen strukturierten Daten. Lassen sich auch geschützte Daten oder sagen wir nicht visuell einsehbare Daten da herauslesen, von denen der Website-Betreiber eigentlich möchte, dass sie nicht ausgelesen werden, oder ist das nicht möglich? Ja, das ist möglich und deshalb ist das in vielen Fällen per Policy untersagt. Also viele Dienste verbieten so ein Scraping, beispielsweise Twitter. Die verweisen darauf, sie haben ja eine Schnittstelle und die darf genutzt werden, aber nur unter gewissen Umständen, und man darf eben nicht ein Scraping auf diesen Dienst loslassen. Es geht, es ist möglich und man kann auch Daten herausziehen, die nicht angezeigt werden. Aber das wird ganz oft untersagt. Das ist, verstößt dann gegen die Nutzungsbedingungen dieses Services. Und wenn es rauskommt, kann man gesperrt werden. Das verbindet vielleicht dann die Frage, wie kommt das raus? Naja, so eine automatisierte Anfrage schickt einfach 200 Anfragen pro Sekunde raus. Das kann kein menschlicher Surfer. Und so wird das meistens dann unterschieden. Aber es gibt auch clevere Wege, sich darum herumzuschmuggeln. Weil dieses Web-Scraping so praktisch ist, kommt es auch bei Textgeneratoren zum Einsatz. Denn auch bei diesen ist den Betreibern daran gelegen, auf Basis von Inhalten zu arbeiten, die möglichst schnell und einfach gesammelt werden können. Da mit den Betreibern von gescrapten Seiten meistens keine vertraglichen Grundlagen bestehen und auch deren Nutzungsbedingungen meistens nicht zur Anwendung kommen, dürfte man beim Scrapen jedenfalls vertragsrechtlich selten eingeschränkt werden. Problematischer könnte da schon die technischen Schutzvorkehrungen sein. Unter juristischen Gesichtspunkten diskutabel sind insofern in erster Linie urheberrechtliche Aspekte. Denn ausgelesene Daten sind oft Werke im Sinne des § 2 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz, sodass bei der Datengewinnung Vervielfältigungen im Sinne des § 16 Urheberrechtsgesetz entstehen. Ein klassischer Rechteerwerb ist wegen der Menge an Daten unpraktikabel. Als urheberrechtliche Schranke könnte hier aber § 44a des Urheberrechtsgesetzes weiterhelfen, weil die Speicherung in vielen Fällen nur flüchtig erfolgt. Und weil die Speicherung nur Teil eines umfassenden Analyseverfahrens ist, dürfte sie in den meisten Fällen auch keinen wirtschaftlichen Vorteil im Sinne des 44a Urheberrechtsgesetz darstellen, sodass sich viele Werknutzungen tatsächlich über die Schranke der vorübergehenden Vervielfältigungshandlung rechtfertigen lassen sollten. Ebenso betroffen sein könnte das Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers. Ein solcher Datenbankhersteller hat zunächst als einziger das Recht, einen nach Art und Umfang wesentlichen Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Dieses Recht könnte durch Web-Scraping verletzt sein, denn auch bereits ein flüchtiges Speichern ist eine Entnahme im Sinne dieser Regelung. Unproblematisch wäre diese Entnahme allerdings dann, wenn es sich dabei lediglich um einen unwesentlichen Teil der Datenbank handeln würde.
Wäre stattdessen ein wesentlicher Teil betroffen, ließe sich eine Zugänglichkeit des Web-Scrapings eventuell damit rechtfertigen, dass es sich dabei um eine normale Auswertung handelt, welche so vorgesehen ist, weil die betroffenen Datenbanken beispielsweise ohnehin kostenlos einsehbar sind oder für jedermann zugänglich sind. Zudem könnte eine normale Auswertung auch deshalb vorliegen, weil die Daten genauso übernommen und genutzt werden, wie sie in der Datenbank veröffentlicht wurden. Zudem muss man den Dateninput natürlich auch noch im Lichte des Datenschutzrechts und im Lichte der Datenschutzgrundverordnung betrachten. Bei einer Datengewinnung kann es zur automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten kommen. Dafür ist eine Rechtsgrundlage erforderlich. Als solche kann man zuvorderst über Artikel 6 Absatz 1 Klein f DSGVO diskutieren. Der Betreiber des Web-Scrapings wird regelmäßig ein wirtschaftliches Interesse daran haben, was er da tut. Und diese Datenverarbeitung wird im Rahmen der Ausübung seiner Presse- und/oder Berufsfreiheit erfolgen. Zudem dürfte es sich bei vielen Datenverarbeitungen nur um solche mit einer geringen Eingriffsintensität handeln, da die Daten oftmals nur sehr kurz gespeichert werden, bevor sich herausstellt, dass sie eigentlich gar nicht benötigt werden und deshalb nicht weiter kategorisiert werden müssen. Werden persönliche Daten hingegen tatsächlich benötigt, sollte man in die Interessenabwägung mit einstellen, dass die betroffenen Personen dann auch oft mit einer Berichterstattung über sich selbst rechnen müssen. Und damit kommen wir auch schon zu der zweiten Rechtsgrundlage, welche in Artikel 85 Datenschutzgrundverordnung bestehen kann. Nach dem dort verankerten datenschutzrechtlichen Medienprivileg können Daten automatisiert dann verarbeitet werden, wenn dies journalistisch-redaktionellen Zwecken dient. Das bedeutet also, dass jedenfalls pressemäßig Tätige, die Webscraping betreiben, sich für ihre Datengewinnung, was ja die Grundlage für ihre generierten Texte ist, auf eben dieses datenschutzrechtliche Medienprivileg berufen könnten. Die generierten Texte könnten Sprachwerke im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 1 Urheberrechtsgesetz sein und so auch geschützt werden. Die Voraussetzung dafür ist jedoch menschliches Schaffen. Für die Schutzfähigkeit der Ergebnisse ist also der Grad der Autonomie der Textgeneratoren entscheidend. Komplett autonom erschaffene Texte wie bei NLP sind deshalb nicht urheberrechtlich schutzfähig. Ein bloßer Eingabesatz ist keine Entscheidung über die weitere Gestaltung des Textes. Vergleichbar mit der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit ist auch die Eröffnung des Schutzbereichs der Pressefreiheit. Dieser weite Schutzbereich ist ebenfalls nur eröffnet, wenn der Textgenerator als Hilfsmittel oder als Werkzeug genutzt wird. Ja, und schließlich muss man darüber diskutieren, wer haftet eigentlich für generierte Texte. Da spricht viel dafür, dass das der Verantwortliche ist, beziehungsweise derjenige, der die Texte verbreitet. Das gilt selbst dann, wenn die Texte selbst vollautomatisiert erstellt wurden, denn der Verbreiter hat sie schließlich veröffentlicht. Ja, und eng verbunden mit der Frage der Verantwortlichkeit ist auch das Thema Kennzeichnungspflichten. Braucht es vielleicht für automatisch generierte Texte eine Art Kennzeichnungspflicht und eine Pflichtangabe? Man könnte das beispielsweise aus dem Wettbewerbsrecht, aus dem UWG herleiten oder genauso auch aus dem Presserecht, Hans. Ja, genau. Es ist aber immer die Frage, ob die Gedanken für Rechtspflichten reichen. Man könnte sagen, für eine Kennzeichnungspflicht spricht eben, dass von Menschen geschriebene Texte vertrauenswürdiger wirken. Also man könnte es vielleicht an den Pressekodex rangehen, aber ob das dieses Vertrauen reicht, um eine Rechtspflicht zur Kennzeichnung herzuleiten, ist vielleicht fraglich. Gleichzeitig das Trennungs- und Kennzeichnungsprinzip für Inhalt und Werbung, daran könnte man denken. Dagegen spricht dann aber eben auch wieder, dass die Irreführung bei einem automatisiert geschriebenen Text nicht mit der eines verdeckten werblichen Textes vergleichbar ist. Der Hintergrundgedanke ist immer die öffentliche Meinungsbildung.
Für eine Kennzeichnungspflicht spricht allerdings, dass automatisierte Kommunikation generell zunimmt und wir eben hier nicht von einer Kennzeichnungspflicht sprechen, die nur auf den Journalismus begrenzt ist, sondern es allgemeiner regeln könnten. Da wäre dann eben die Frage, ob man eben von Teilregelungen wieder auf das große Ganze schließen lässt, da es in Einzelbereichen Kennzeichnungspflichten automatisierter Kommunikation ja schon geregelt sind. Zum einen vergleiche nur die Social-Bot-Regelung im aufkommenden Medienstaatsvertrag. Wir sehen also, dass uns die Rechtsfragen rund um Textgeneratoren noch lange beschäftigen werden und noch einige Diskussionen mit sich bringen werden. Wir haben versucht, Ihnen heute einen kleinen Einblick zu geben und hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben.